Bayern will Nagelsmann, Augsburg feuert herrlich und Powerplayer der Woche präsentiert von Dr. Oetker. Abonnieren nicht vergessen, liebe Leute, es ist Montag. Mein Name ist Christoph, ich wünsche euch einen schönen Start in die neue Woche und das sind die Daily News. Der FC Bayern München ist ja zwar noch nicht offiziell, aber inoffiziell auf Trainersuche, denn Hansi Flick will weg und wie mehrere Medien jetzt berichtet haben, gibt es wohl schon Verhandlungen mit dem logischsten aller Kandidaten, würde ich es mal nennen. Julian Nagelsmann. Zum einen soll man wohl schon mit ihm persönlich sprechen, zum anderen gibt es wohl auch schon eine offizielle Anfrage bei RB. Denn der gute Herr Nagelsmann hat noch Vertrag bis 2023. Das heißt, man muss ihn aus diesem Vertrag rauskaufen und das könnte für die Bayern sehr, sehr teuer werden. Wie teuer? Da gibt es unterschiedliche Berichte. Die einen sagen so mindestens 20 Millionen. Sport1-Reporter Patrick Berger berichtet sogar von um die 30 Millionen Euro. Klingt erstmal wild, weil so viel Geld wurde nur für die wenigsten Spieler in der Bundesliga überhaupt bezahlt. Aber so unrealistisch ist es dann doch gar nicht. Denn erstens, warum sollten nicht auch die Ablösen für Trainer steigen, wenn sie das für Spieler tun? Und zum anderen, wenn man für Hütter und Rose so 5 bis 7 Millionen Euro zahlt, muss man für einen Julian Nagelsmann logischerweise etwas mehr zahlen. Wie viel die Bayern bereit sind zu zahlen, das wird man wohl in den nächsten Wochen und Monaten sehen. Aber nicht nur Julian Nagelsmann könnte im Sommer weg sein, sondern auch Sportdirektor Markus Krösche. Die Bild berichtet, dass man sich wohl über eine Vertragsauflösung verständigt hat. Das könnte darauf hindeuten, dass Krösche vielleicht zu Eintracht Frankfurt und geht und Nachfolger von Fridi Bobic wird. Mal sehen. Am Wochenende wurde schon darüber spekuliert, jetzt ist es Gewissheit. Der FC Augsburg trennt sich von Trainer Heiko Herrlich. Nachdem man in den letzten Wochen wieder in den Abstiegskampf gerutscht ist, vor allem nach der bitteren 2:3 Niederlage gegen den 1. FC Köln am Freitagabend. Jetzt hat man die Konsequenzen gezogen und will da unten wieder raus aus diesen Tabellenregionen. Und wer soll das machen? Ein alter Bekannter. Markus Weinzierl soll wohl bis zum Ende der Saison erstmal übernehmen. Es wird eine richtige Trainerausgabe heute. Werder Bremen könnte möglicherweise für den Saisonendspurt einen neuen Trainer benötigen. Denn da brennt nach 7 Bundesliga-Niederlagen in Folge der grün-weiße Baum. Und zwar so richtig, denn man ist wieder mittendrin im Abstiegskampf und Trainer Florian Kohfeldt steht mittlerweile auf der Kippe. Entschieden ist aber noch gar nichts. Frank Baumann sagt, wir wollen uns nicht treiben lassen, weil es eine extrem wichtige Entscheidung ist. Scheinbar ist Dienstagvormittag so die Deadline. Bis dahin will man sich entschieden haben. Spannend wird natürlich, wenn man sich gegen Kohfeldt entscheidet, wer es dann richten soll. Was macht eigentlich Thomas Schaaf? Normalerweise sprechen wir ja hier nicht über die Spiele am Wochenende, aber in England wurde ein Titel vergeben und zwar der Ligapokal und er ging an Manchester City. Gegen die Spurs reichte ein einziger Treffer von Laporte für den Sieg und das war der 4. Sieg im Ligapokal für Manchester City in Folge. Mal abgesehen von Lionel Messi ist Gianluigi Donnarumma von AC Mailand wohl der größte Name, dessen Vertrag im Sommer auslaufen wird und es deutet auch einiges darauf hin, dass er Mailand verlassen wird. Das wäre natürlich unfassbar bitter für Mailand, wenn man für so einen Torhüter mal so gar keine Ablöse mehr kassieren wird. Aber Mailand hat auch schon einen Plan B und der heißt Mike Maignan. Der Torwart vom OSC Lille spielt eine wirklich sehr, sehr starke Saison und würde vermutlich so 15 bis 18 Millionen Euro kosten. Das berichten zumindest einige italienische und auch deutsche Medien und das wäre wiederum bitter für den BVB, denn auch die sollen wohl an dem 25-Jährigen interessiert sein. Alassane Pléas Leistungen bei Gladbach sind ja diese Saison nicht ganz so umwerfend wie zum Beispiel letztes Jahr, aber trotzdem gibt's wohl Interesse aus der Premier League. Wie die Daily Mail jetzt berichtet, sind das vor allem Arsenal London und natürlich Manchester United, wie soll es auch anders sein. Aber Manchester United würde ich jetzt mal ein bisschen ausklammern. Aber wäre das nicht so ein richtig typischer Arsenal-Transfer? Außerdem ist die Zukunft von Alexandre Lacazette und auch die von Aubameyang bei den Gunners offen.
Und Alassane Player könnte da ein würdiger Nachfolger werden. Und kommen wir zum Abschluss zu unserem Powerplayer der Woche, präsentiert von OneFootballs Partner Dr. Oetker. Und ich hätte gern Andrej Duda genommen, aber dann gab es da einen, der es noch mehr verdient hat in meinen Augen. Und zwar Joel Poyanpalo. Der Stürmer von Union Berlin ist wirklich ein absolutes Phänomen, wie ich finde. Ich glaube, es gibt kaum einen kaltschnäuzigeren Typen in der Bundesliga in Deutschland als Poyanpalo. Gegen Werder Bremen hat er 5-mal in Richtung Tor geschossen, 3-mal war der Ball drin, ein Hattrick in kürzester Zeit, nur in wenigen Minuten. Damit Werder Bremen nochmal wieder richtig schön in Richtung Abstiegskampf geballert. Der Typ ist, glaube ich, das, was man Edeljoker nennt. Also egal, wo der spielt, er spielt kaum, kommt rein und trifft. Das war bei Leverkusen schon so, das war beim HSV so und das ist ganz offensichtlich auch bei Union Berlin jetzt so. Deswegen für mich der Powerplayer der Woche. Das war's von den News. Ich wünsche euch einen wunderbaren Montag und der wird wunderbar, denn heute gibt's das Comeback, auf das ihr so lange gewartet habt. Das Comeback von Nico himself. Und zwar nachher im Bundesliga-Rückblick. Den wird er zusammen mit Niklas aufnehmen. Macht's gut, bis dahin. Ciao.